So, herzlich willkommen zu einem kleinen Nachmittagsstream. Und ich spiele Dr. Cares Pet Rescue 911. Mal gucken. Ich mag ja sowieso diese Art von Spielen. Ja, da ich ja, also heute Morgen habe ich ja Unravel durchgespielt. Da werde ich wahrscheinlich dann nochmal einen Stream machen mit den Geheimnissen. Da werde ich mich mal übers Wochenende schlau machen, damit ich die Geheimnisse einsammeln kann, die mir noch fehlen. Aber jetzt bin ich jetzt erstmal bei Dr. Cares. Wir helfen den lieben Tieren. So. Und ich hoffe, das Spiel ist nicht lauter als ich, aber ich denke mal, da habe ich kein Problem. So. Dann legen wir mal los. Wir sind normal. Wählen wir dein Profilfoto aus den Vorschlägen unten aus. Wer sind wir denn? Amy, Lisa, Arthur oder Arthur, Crystal, Jack. Aber ich denke mal, wir sind Amy. Das ist auch die, die hier abgebildet ist. Ja, sieht fast so aus. Und ich gehe mal auch schwer davon aus, dass Arthur unser Vater ist. Irgendwie haben die doch. Naja, ist ja wurscht. Vielleicht erfahren wir das ja auch. So, normal, denke ich mal, ist die Schwierigkeit in Ordnung. Ich meine, wir können auch Experte machen, aber ja. Ich bleibe jetzt erstmal bei normal. Okay, ich glaube, das ist unser erster Notfall. Aus dem Weg, aus dem Weg. Wir haben hier eine Schusswunde. Okay. Wir brauchen hier dringend Hilfe. Okay, ja. Sagt mir nur, was ich tun soll. Was ist passiert? Maggie wurde im Dienst angeschossen. Oh. Ich glaube, dass die Kugel unter ihrer rechten Schulter sitzt. Dann lass uns doch das auch röntgen, oder? Sie könnte nah am Herzen stecken. Das ist ungesund. Amy, wir brauchen eine Infusion sofort. Schon dabei. So, dann mach mal. Oh ja, klicke schnell auf den. Okay. Okay. So, Röntgen bitte. Wir müssen herausfinden, wo genau die Kugel ist und welchen Schaden sie angerichtet hat. Kein Problem. Wir haben schon ein Röntgenbild. Check. Gut, wir können sie nicht blind operieren. Nee, das wäre auch sehr unpraktisch. Ich hole es. Klicke auf die rote Kugel. Genau da. Da ist die Kugel. Check. Amy, bitte tut alles, um sie zu retten. Maggie, sie ist mein Ein und alles. Sie hat mein Leben gerettet. Ja, ist doch kein Problem. Wir werden unser Bestes geben, Officer. Jetzt lassen Sie uns auch unsere Arbeit machen. Zack, los, weg. So. Hört mir alle zu. Ich erwarte heute Abend absolute Spitzenleistung. Ihr müsst eine Heldin retten. 2 Monate zuvor. Heimreise. Hallo. Na, was ist los, Newton? Party, Party. Was habe ich dir dazu gesagt, wenn du mich immer unterbrichst, während ich. Opa! Amy! Warum hast du mir nicht gesagt, dass du zurückkommst? Ich hätte deinen Kuchen gebacken. Ich wollte dich überraschen. Du hast also alle Prüfungen bestanden? Sogar mit Auszeichnungen.
Ich bin jetzt offiziell eine echte Tierärztin. Party, Party! Oh, es ist schon 9 Uhr, Zeit, die Klinik zu öffnen. Darf ich helfen? Wenn du bereit dafür bist. Ja, natürlich. Also, sollen wir kurz wiederholen, wie der Ablauf in der Klinik ist? Ich denke mal, dass ich das halbwegs auf die Reihe kriege. Schon in Ordnung. Ich weiß genau, was zu tun ist. Okay, können wir das hier auffüllen? Tag Start. Sorge dafür, dass alle Kunden glücklich sind. Ja, kein Problem. Wuff. Okay. Abkassieren. Ach, das müssen wir auch noch sauber machen. Kann ich das auffüllen? Danke. So. Da müssen wir wahrscheinlich die Krallen kürzen, so wie das aussieht. Oh ja, klicke auf die Nägel, um sie zu kürzen. Zack, zack und zack. Kein Problem. So. Unter Umständen könnte ich den Sound auch noch mal ein bisschen runterstellen. Ah, da ist schon wieder ein Kandidat für die 10. 1, 2, 3. Wahrscheinlich hier... Oh, eine Maus! Schnell! Tagende. Okay. Okay, es gibt nicht mehr zu Dingsen. Gut. Ladenschluss, Ladenschluss. Komm morgen, komm morgen. Mir hat dieser verrückte Vogel gefehlt. Du hast nicht zufällig Lust, ihn zu adoptieren. Ich hätte von Zeit zu Zeit nichts gegen ein wenig Ruhe und Frieden einzuwenden. Ach ja, wie war das für dich, dein erster Arbeitstag? Es war wunderbar. Du hast dich ganz toll angestellt, Liebes. Also, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Nun, ich, Och, guck mal, wer da ist. Arthur, Hilfe! Emily, was ist denn los? Daisy! Daisy stirbt. Ach, komm. Daisy stirbt nicht, sie ist nur etwas krank. Arthur wird sich um sie kümmern und wieder gesund machen. Okay. Bitte rette Daisy. Ja, natürlich machen wir das. Keine Sorge, wir kümmern uns um dein süßes Langohr. Ihr geht es bald wieder gut. Da, da, da. Aber das ist Emily aus den Delicious-Teilen, die ich ja auch gerne dann spielen will und aufnehmen und hochladen auf YouTube. Also... Die werden wir sicherlich auch noch näher kennenlernen. So, fortfahren, weil nochmal müssen wir das Level jetzt nicht nochmal spielen, denke ich. Haben wir einiges zu tun, ne? Da, 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 da. Wann sind wir denn endlich da? Oh, ich glaube. Ja, wir sind angekommen. Arthurs Klinik, Kapitel 1. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen hier runterschrauben kann. Weil ich denke mal, dass das dann vielleicht angenehmer ist. Ich meine, dass man es trotzdem noch hört, ja. Aber vielleicht nicht so laut. Und irgendwas müssen wir uns noch mit der Kamera einfallen lassen, dass die irgendwie auf einem ruhigen Platz steht. Nicht, dass ich immer wieder Wackler hier im Dings habe. Ich habe schon zwischendurch ein bisschen rauf und runter, ne?
Okay. Kapitel 1, Level 2. Kümmere dich um Daisy. Zukunftspläne. Amy! Lisa! Wow, sieh dich an, Frau Doktor der Tiermedizin. Wie geht es dir? Irgendwelche neuen Männerbekanntschaften in der großen Stadt? Hör auf. Oh, jetzt sei aber nicht schüchtern. Ich kenne doch all deine Geheimnisse. Ich nicht. Ah, da bist du ja. Ich muss einige Dinge erledigen. Ich nehme an, dass ihr beiden alles unter Kontrolle habt. Keine Sorge, wir schaffen das. Klar. Gut, und vergiss nicht, den armen Hasen zu behandeln. Ja, mein Gott. Jetzt stress nicht. Das ist ein Upgrade-Fenster. Jeder Stern aus dem Level gibt dir 50 Münzen, die du hier für die Verbesserung deiner Praxis ausgeben kannst. Okay, lass uns ein Upgrade kaufen. Klicke darauf, um ein. Ja, okay. Lass Newton die Kunden unterhalten. Seine verrückten Mätzchen wird deren Stimmung verbessern. Okay. Wie viele Münzen haben wir denn noch? 100. Diese süßen Schildkröten tragen zur Entspannung der Kunden bei und diese werden somit geduldiger. Wir könnten auch das hier noch, dank dieser größeren hübschen blauen Kiste, kann Amy die Futterbeutel schneller nachfüllen. Entspannung der Kunden oder? Machen wir erstmal das hier. Dann sind die auf jeden Fall immer entspannt oder so. So, da sind neue Dinge dazu gekommen. Das freut mich. Was machst du denn? So, das da und das da und das da. Ach so, ich hätte direkt zwei machen können, ne? So, abkassieren. Ach, die hilft mir dann beim Saubermachen. Oh, Gott sei Dank. Ah, da ist die Maus. Ah. Okay. Noch im Drei-Sterne-Bereich. So. So, du willst das natürlich auch, ist doch gar kein Problem. Also ich denke mal, dass wir unser Häschen schon gesund kriegen. So. Zack, zack, zack. Das ist irgendwie voll cool. Ah ja, okay, das haben wir jetzt abgeschlossen mit dem Häschen. Dü-lü-dü. Oh, Tag ist schon zu Ende. So, damit wir die. Ja, und den dritten Stern haben wir auch dazu gekriegt. Sehr schön. Ja, aber es ist irgendwie nervig, wenn der Bildschirm halt anfängt zu wackeln, dass die Kamera mitwackelt. Daisy! Sie wird schon wieder. Sie hat nur die Hasen. Was? Hasenversion eines kleinen Schnupfens. Du bist toll, liebe Amy. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Wir freuen uns, dass du wieder zurück bist. Wie lange habt ihr denn darauf gewartet? Weißt du, mir hat diese Stadt gefehlt. Was hast du denn jetzt geplant? Wirst du Arthas Klinik übernehmen? Nun, ich. Ehrlich gesagt überlege ich, zurück nach New York City zu gehen.
Oh, aber ich dachte, es ist nur, dass Arthur deine Hilfe hier wirklich gebrauchen könnte. Ich kann doch aber nicht mein ganzes Leben hier bleiben. Ich könnte in einer größeren Klinik mehr Tieren helfen. Ich möchte etwas in dieser Welt bewirken. Außerdem braucht Opa meine Hilfe sowieso nicht. Woher willst du das denn wissen? New York City also. Es wird höchste Zeit, dass du mir alles erzählst. Abendessen? Ja, gehen wir. Ich hab schon Kohldampf. Ja, aber ich bin dafür, dass ich das dann fürs nächste Mal, dass ich dann das mit der Kamera erledige, weil jetzt die Kamera so schieben, dass es passt, dann hüpfe ich halt ein bisschen rauf und runter. Das tut mir auf jeden Fall an der Stelle leid, dass ich das tue. Aber ich denke mal, fürs nächste Mal ist das dann aus der Welt geschafft, ne? Ich weiß nicht, ich wackel anscheinend irgendwie zu sehr am Schreibtisch. Und dann wackelt der Bildschirm. Und dann am Bildschirm ist halt die Kamera fest. Und dann wackelt die mit, wie zum Beispiel jetzt. Oder ist das nur Einbildung? Na egal. Hier haben wir auf jeden Fall einen Bonus-Level. Fange alle Mäuse. Ja. Ah, dann lass uns doch mal alle Mäuse fangen. Apropos. Mit besseren Instrumenten lassen sich die Behandlung einfacher durchführen. Oder die Kunden werden mehr für Medikamente der besten Qualität zahlen. Ach komm, wir machen das mal mit den Medikamenten. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall genug immer zusammenkriegen, dass wir ja auch alles aufleveln können. Achso, wir könnten ja auch. Hier, guck mal. Da kannst du mal bespaßen. Da ist eine Maus. Natürlich muss ich da, wie zum Beispiel da ist die Maus. Ja, ich vergesse immer wieder, dass ich ja auch was tun muss. Oh Gott, ich habe noch eine Maus gehört. Ja, kassier das mal ab. Oh Mann. Da ist eine Maus. Okay. Die können ja überall sein. Wenn ich sie höre. Ja, ist ja gut. Oh. Da ist auf jeden Fall eine Maus, aber ich finde nie immer die anderen. Also, du kannst, willst noch nicht bezahlen. Sag mal. Wo sind die denn, die Mäuse? Da ist eine Maus. Wir haben nicht mehr viel Zeit für alle Mäuse. Da ist eine Maus. Die habe ich vorhin aber überhaupt nicht gesehen. Oh Mann. Bestimmt auch im Aquarium irgendwie zwischendurch. Da auf jeden Fall. Noch zwei Mäuse. Da. Also ich bin richtig blind. Da ist auf jeden Fall. Dann haben wir die erledigt. Eieiei.
geschafft. So, dann sind wir auch schon im Level 3. In Level 3, so. Versende Bewerbungen, okay. Ja, damit wir dann auch Geständnisse. Damit wir dann auch in New York dann auch angenommen werden. Lächeln, lächeln. Nein, Newton, stopp. Toll, jetzt muss ich alle meine Bewerbungen wieder neu schreiben. Du hast dich also entschieden? Du wirst uns wirklich wieder verlassen? Ich liebe Snuggford, aber das Arbeiten in einer großen Klinik ist mein Traum. Dort kann ich wirklich etwas bewegen. Hast du schon mit Arthur gesprochen? Nein, noch nicht. Dann wird's Zeit, meine Liebe. Er hat immer angenommen, dass du einmal seine Klinik übernehmen wirst. Ich weiß. Versprich mir, dass du bald mit ihm redest. Versprochen. So, wow, 50. Gold oder Coins, was auch immer, haben wir. Aber das reicht für gar nichts, deswegen der ganz normale Alltag. So, wir müssen ja zwischendurch noch die Bewerbung fertig machen und wegschicken. So, eine haben wir auf jeden Fall schon durch. Ja, zweimal Hundefutter oder Katzenfutter oder Leckerlis. Müssen wir natürlich wieder auffüllen. Ah, okay, gut. So, du kannst die mal bespaßen. Da müssen wir direkt weiterarbeiten. Oh, die Maus. Okay, das da müssen wir... Halte und ziehe... Ah, okay. Was hat... Wo ist die denn überall... Wo ist der denn überall langgelaufen? Herrje. Ah, verdammt. Verdammt, ich habe nur 2-1 angesammelt. So, jetzt. So. Eieiei. Ich glaube, damit sind wir fertig, ne? Ja, mit den Bewerbungen. Jetzt haben wir eigentlich 2 von den Dingern noch im Gepäck. Und ich will das noch jemand. So, das kannst du mal sauber machen. Ach du Scheiße. Tagende. So, kannst du schnell mal sauber machen? Das füllen wir noch schnell auf. Und wir haben wieder 3 Sterne. Also, ich mache mich wieder auf den Weg. Bis später, Amy. Tschüss, Lisa.
Du solltest nach Hause gehen und dich auch ein wenig ausruhen. Opa, ich muss etwas mit dir besprechen. Worum geht es denn, Liebes? Ich habe darüber nachgedacht, wie mein nächster Karriereschritt als Tierärztin aussehen soll. Ich überlege, mich bei einer der großen Tierkliniken zu bewerben. Ach. Ausgezeichnete Entscheidung. Ich bin mir sicher, dass du dich da gut schlagen wirst. Kann ich irgendwie helfen? Du bist nicht enttäuscht, dass ich nicht in Snuggford bleibe? Amy, das ist ganz allein deine Entscheidung. Ich unterstütze dich, wie auch immer du dich entscheidest. Das ist mal ein Opa. Ich hab dich lieb, Opa. Ich dich auch, Liebes. Und jetzt geh heim. Und ruh dich etwas aus. Gute Nacht, Opa. Es ist noch nicht. Okay. So spät haben wir nun auch wieder nicht. Amy sagen, Amy sagen. Es ist nicht so einfach, kleiner Vogel. Dumm, dumm, dumm. Ich kann ihr das jetzt nicht sagen. Sie muss ihre eigenen Entscheidungen treffen. Was hat der denn schon wieder zu verbergen? Da bin ich echt mal gespannt. Finde alle fehlenden Schildkröten. Das ist doch gar kein Problem. Die große Flucht. Wie läuft es mit der Jobsuche, Amy? Ach, noch keine Antworten. Das Warten ist das Schlimmste. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Ich bin mir sicher, dass du bald etwas hören wirst. Ach ja, ich glaube. Oh nein, nicht schon wieder. Was ist denn los, Opa? Sie sind schon wieder ausgebrochen. Aber wie? Opa, wovon redest du denn? Meine Schildkröten sind aus ihrem Terrarium ausgebrochen. Amy, kannst du dich bitte in der Klinik umsehen? Ich sehe in meinem Büro nach. Kann ich machen, lieber Opa. Aber jetzt werden wir erstmal so ein paar Sachen aufdingsen. Die Kunden werden die neuen Dekorationen positiv wahrnehmen und am Tresen mehr Trinkgeld geben. Oder Behandlungstische werden verbessert. Und dann warten die auch geduldiger. Aber bis jetzt habe ich noch nichts mit ungeduldigen Leutchen gehabt. Deswegen gehe ich mal aufs Trinkgeld. Außerdem sind die Vorhänge ja schön. Dann füll mal die lieben Dinge auf. Ah, müssen wir ein Halsband dann auch noch machen, ne? So, du. Ah, zack, 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 zack. Ja, drei auf einmal. Also finde ich ganz praktisch, ne? Da ist die Maus. So, zack, zack. Nein? So. Ach so, ich habe doch schon eins drin gehabt. Oh Mann. Ich sollte auch manchmal in das Inventar reingucken, was ich da gerade drin habe. Wo ich gerade davor sitze, wie ich gerade sehe, ne? Ja, wir haben doch. Wir hatten noch eins im Petto. Oh, da ist eine Schildkröte. Verdammt, was soll ich da machen? Ich achte überhaupt nicht auf die Schildkröten, ne? Soll ich die dann?
Ich hab die doch gefunden, Mann. Ach so, okay, ich habe schon zwei gefunden. Super, das hat dann also gezählt. So, da. Das ist die dritte. Ach, gerade noch die letzte Schildkröte gekriegt. Puh, sieht so aus, als hätten wir sie alle. Ich kann es mir immer noch nicht erklären, wie sie entwischen konnten. Wir haben halt eine Leiter. Das ist also nicht das erste Mal. Nicht das Letzte, nicht das Letzte. Ui. Hallo? Ja, am Apparat. Natürlich, das werde ich. Vielen Dank. Das war gerade ein Anruf von einer der großen Kliniken. Sie haben mich zu einem Gespräch eingeladen. Juhu. Das sind tolle Neuigkeiten. Lass uns feiern. Fortfahren. So. Arbeite mit einem langsam zerbrechenden Tablett. Ich überlege, wo ich mich am besten hindingsen kann. Damit man auch das Tablett sehen würde, weil das ist genau da, wo ich sitze. 150 Gold haben wir, oder Geld, was auch immer, mit besseren Instrumenten. Ja, das werden wir doch auch gleich mal kaufen. Arbeite mit einem langsam zerbrechenden Tablett. Ja, kein Problem. Ganz sicher nicht. Na? Hoffentlich zerbricht uns das jetzt nicht. Oh, einen Platz haben wir verloren. Auf dem Tablett. Aber das wird auch die Schwierigkeit daran sein, denke ich mal. Hauptsache, wir schaffen den Stern. Dann arbeiten wir direkt auch mal mit. Ja, genau. Sind es nur noch zwei Plätze. Und vielleicht mache ich für diese Spielreihe mache ich mal noch eine andere Szene, damit ich weiß, wo ich die Kamera dann hinfriemeln kann, ohne dass ich irgendwo im Weg bin. Ich werde mir jetzt erstmal unterhalten.
Katze. Dann kannst du die auch mal unterhalten. Oh, den Stern haben wir auf jeden Fall sicher. So, was möchtest du denn noch? Eine Maus und ein Tütchen Leckerchen oder Hundefutter, wie auch immer. Du warst doch eben schon mal mit dem Tütchen Leckerchen. Ja, weil es sind ja auch unterschiedliche Leute. Aber das haben wir auf jeden Fall geschafft. Der arme Scrappy ist krank. Stelle eine Diagnose. Das Gespräch. Das ist wirklich beunruhigend. Ich hatte gerade noch mit der Planung für Scrappys Geburtstagsfeier begonnen, aber jetzt? Versuch dir nicht allzu viel Sorgen zu machen, Becker. Das muss nichts Ernstes sein. Wir müssen abwarten. Ruf mich bitte gleich an, wenn du etwas weißt, Arthur. Das werde ich. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg zu meinem Vorstellungsgespräch. Viel Glück, Amy. Ich drücke die Daumen. Ich bin mir sicher, dass du hervorragend sein wirst. Okay, das heißt, wir dürfen mit Opa hier den Laden alleine schmeißen erstmal. Ist doch gar kein Problem. Der Opa kriegt das auch hin. Und natürlich, vor allen Dingen mit noch mehr Kram, den wir verteilen können. So. Du willst das natürlich gleich auch haben. Dings und Dings. Da sauber machen. Oh Gott. Oh. Hast du das jetzt gemacht? Der will das nämlich auch haben, bevor die Zeit noch abläuft. Habe ich die Maus schon? Ja, die habe ich schon, ne? Irgendwie so nebenbei mal eingesammelt. So, zack, zack, zack. Hättest du dich nicht früher entscheiden können, dann hätte ich euch beide abkassieren können gleichzeitig. Aber das bringt dann meistens noch eine bessere Dingens. Weil wir müssen ja auf jeden Fall, will ich zumindest, die 3 Sterne kriegen, ne? Ist ja klar, dass ich das wieder haben will. Der Kunde denkt nach, gib ihm etwas Zeit. Ist ja gut. Seit wann haben wir denn sowas? Ich werde hier niemanden irgendwie drängen. Ganz im Gegenteil, ich wollte ja eigentlich nur, dass die unterhalten werden. Kann ich zusammen.
Ich will immer sagen abzocken, aber das tun wir ja nicht. So, sind wir jetzt durch? Es sieht nicht gut aus, oder? Nein, es geht ihm sehr schlecht. Ich weiß nicht, wie wir ihm helfen können. Mrs. Everly wird am Boden zerstört sein. Wir rufen sie morgen an. Ich muss noch einmal in Ruhe alles überdenken. Amy, wie ist es gelaufen? Ich habe den Job nicht bekommen. Ich habe versagt. Was ist passiert? Sie haben mir einen Test gegeben und ich habe Panik bekommen und ich habe einen dummen Fehler gemacht. Hey, ist schon okay, das passiert den Besten. Das sollte es aber nicht. Ich dachte, dass ich so weit wäre. Was, wenn ich nicht gut genug bin? Ach komm. So darfst du nicht denken. Das war gerade dein erstes Vorstellungsgespräch. Du wirst noch so viele andere Chancen haben. Sie sagt mir, dass ich für den Job nicht geeignet bin. Ach komm. Amy, du kannst alles werden, was du möchtest. Komm, ich hol dir etwas Warmes zu essen. Sieht schon so abgemagert aus. War halt nervös und dann hat sie halt einmal gedingst. Sorg dafür, dass Arthur nicht von Newton gestört wird. Oh Gott. Sonderlieferung. Okay, ja, ich vermisse dich auch. Ach so. War das vielleicht ein schöner Unbekannter? Hey, nein, nichts dergleichen. Das war nur Crystal, meine alte Mitbewohnerin aus Universitätszeiten. Sicher, sicher. Oh, das hat gut getan. Ich mache mir immer noch Sorgen um Scrappy. Hast du herausgefunden, was nicht mit ihm stimmt? Es sieht so aus, dass seine Nieren nicht mehr lange mitmachen. Können wir denn gar nichts tun? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss noch weitere Nachforschungen anstellen. Muss weiter, muss weiter. Tut mir leid, Newton, nicht heute. Ich muss mich konzentrieren. Du hast also Pause. Amy, Lisa, kann ich wieder auf euch zählen? Ja, natürlich. Scrappy braucht jetzt deine volle Aufmerksamkeit. Komm, Newton, lassen wir Affe in Ruhe arbeiten. Los, komm. Mach Platz. Jetzt könnten wir uns unter Umständen überlegen, ob wir eine Liege verbessern. Und das wäre schneller. An den neuen Tresen kann Amy die Bestellung etwas schneller zubereiten. Sorge dafür, dass Alpha nicht von. Ja, genau, das hatten wir ja schon. Ach du Kacke, jetzt haben wir noch mehr. Eieiei. Geh bloß weg. Jetzt habe ich aber niemanden, der die Kunden hier bespaßt. Oh Gott, müssen wir jetzt auch noch in die Ohren? Oh Gott. Weg da. Ja, es ist gleich frei. Oh Mann. Hätte er nicht noch eine zusätzliche Liege aufstellen können für den. Weg. Wischiwaschi. Ah, jetzt wird es mir ein bisschen zu voll. Hallo. Wo ist die Ma. Da hinten war sie. Oh, Ach,
Ach so, die Maus habe ich noch nicht. Die war da oben. Ah, dieser Vogel. Ja, die musst du noch abkassieren. Oh Gott, Hilfe. Na, schnell sauber. Es drängt. Ah, der Vogel. Mach schneller sauber. Ey, du sollst dir das doch geben. Oh Mann. Ah, der Vogel. Ich bin mal gespannt. Ah, okay. Super. Ja, du sollst erst einen Q-Tip holen. Oh Gott, Hilfe, Jesus. Ah, der Vogel. Ah, Tag ist zu Ende. So, dich kann mir noch mal einmal wegscheuchen. Ha. Puh, die Leitung der Klinik ist wirklich sehr anstrengend. Das kannst du aber laut sagen. Puh, puh. Ich muss Scrappy ins Labor bringen, damit wir einige Tests machen können. Armer kleiner Kerl, ich hoffe, dass du ein paar Antworten bekommst. Ich auch, er ist so ein liebes Kerlchen. Ja, irgendwas wird mit den Nieren ja sein, ne? Ich habe eine spezielle Lieferung für eine Amy Cares. Ist sie hier? Crystal, was machst du denn hier? Es hat sich am Telefon so angehört, als ob du etwas freundschaftliche Unterstützung gebrauchen könntest. Du musst Lisa sein. Oh, ich liebe deine Schuhe. Sollen wir zu Abend essen? Ich spendiere. Ja, dann ab. Supi, meine beiden besten Freundinnen. Besser geht es nicht. Kekse! Ah, Kekse! Hihihihi. Okay. Hoppala. Du. Kunden bekommen in großen Gruppen. Kunden kommen in großen Gruppen. Sorge dafür, dass alle glücklich sind. Ja. Und wir haben noch nicht genug. Aber ich glaube, ich kaufe mir jetzt den Futterkasten da unten. So, dann kannst du auch direkt gleich auffüllen. Ab dafür. So, ihr werdet direkt... Und auch, du Kacke, jetzt übertreibt man nicht, ne? Okay, Moment mal. Du... Ich stelle im Dings... So, hier, so, zack, bumm. Wunderbar. Schön. Auffüllen, bitte. Oh mein Gott. Ah, so, zack, bumm. Ah, du.
Ja, okay. Eigentlich müsste ich das jetzt so langsam gewöhnt sein. Ja, okay. Immer mit der Ruhe. Oh Gott, hier staut sich's. Es kommt Ungeduld auf. Ah, hallo? Achso, hier ist kein, Gott sei Dank keine Maus. Oh mein Gott, ich hätte gar keine Zeit, danach auch noch zu gucken. Uiuiui. Auf Experte wäre das wahrscheinlich noch chaotischer geworden. Hoppala, so weit. Hallo, so weit sind wir noch nicht. Überprüfe regelmäßig Scrappys Infusion. Alles oder nichts. Es war so schön, dich wiederzusehen, Amy. Ich hoffe wirklich sehr, dass du zurück nach New York City kommst. Ich werde mich weiter auf Stellen dort bewerben. Ich kann doch jetzt nicht aufgeben. Amy, aber mach dir keine Sorgen, die gute Crystal hilft weiter. Zu meinen Kontakten zählt bestimmt auch irgendwo eine tierärztliche Klinik. Wow, danke, Crystal. Ich habe dank dir direkt wieder bessere Laune. Oh. Lisa ist aber nicht so gut drauf. Gute Reise zurück. Lisa, es hat mich ja so gefreut, dich kennenzulernen. Ha, lass dich drücken, Schätzchen. Ja, mich auch. Fahr vorsichtig. Hoffentlich sehe ich euch beide schnell wieder. Also es sieht leider nicht sehr gut aus. Es tut mir leid, Becca, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns mit dem Gedanken beschäftigen müssen. Was? Du meinst doch nicht etwa, dass wir Scrappy einschläfern müssen. Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Wir können doch noch nicht aufgeben. Ein Nierenversagen kann verschiedene Gründe haben. Wir können noch eine Sache versuchen, aber es ist riskant. Es könnte seine Situation nur noch verschlimmern. Bitte, Arthur, Scrappy ist ein Kämpfer, er verdient jede Chance. Amy, wir müssen ihn für seine OP vorbereiten. Du hast zwar noch keine Niere da, aber egal. Ich werde heute Abend deine Hilfe benötigen. Kann man für Tiere auch irgendwie Nieren spenden? Ah, okay, wir haben nicht genug Geld. Deswegen wollen wir einfach so weitermachen. Uiuiui. Machst du erstmal den Tisch sauber?
Gott, Hilfe. Jetzt zieht mal Leine. So, dich muss ich direkt bespaßen, damit du nicht hier sauer bist. Die Infusion. Verdammt. Entschuldigung. Aber mit dem Nisa habe ich nicht gerechnet. Tagende. Amy, bist du bereit? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann dann? Wann dann? Scrappy wird anschließend sehr schwach sein. Jemand sollte ihn die ganze Nacht überwachen und seine Werte im Auge behalten. Ich kann heute Nacht bleiben, kein Problem. Nun gut, verlieren wir keine Zeit. Machen wir uns an die Arbeit. Ich werde etwas für euch kochen und vorbeibringen. Danke, Lisa, aber bitte keine Sorge. Ich weiß, dass du Vegetarierin bist. Vegetarierin. So. Amy, wir müssen beginnen. Okay, das ist... sah wirklich schön aus, ne? Räume die Klinik auf. Ja, natürlich. Nach so einer großen OP muss ich natürlich auch aufräumen, ne? Ach, herrje, was ist denn hier passiert? Lisa, oh nein, ich muss wohl eingeschlafen sein. Oh nein, 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 wo ist Scrappy? Hey, beruhig dich. Vielleicht hat Arthur ihn ja mit ins Labor genommen. Sehen wir einmal. Hilfe, Hilfe! Ah, du Kacke. Der sieht ja wirklich lebendig aus, ne? Oh, was für eine Erleichterung. Die beiden haben mir einen Schreck. Oh, Scrappy. Ich bin so froh, dass es dir wieder gut geht. Amy? Opa, es tut mir so leid. Ich muss eingeschlafen sein. Lisa hat mich gerade geweckt. Das erklärt allerdings noch nicht alles. Wie es aussieht, hat Scrappy eine kleine Party anlässlich seiner Genesung veranstaltet. Also wenn ich mir das hier so ansehe, dann scheint es ihm ja wieder richtig gut zu gehen. Ich werde aber erst noch einige Labortests durchführen, um sicherzustellen, dass dem auch so ist. Ja, natürlich, schieb's mal wieder auf den Hund, ne? Kann überhaupt nichts dafür. Er hat ja auch alles durcheinander gemacht, ne? Räume die Klinik auf. Kann ich einfach die Sachen einklicken? So, natürlich muss ich nebenbei auch mich um die Tierchen kümmern. Ah, nein. Nein, ich will lieber das... Nein, so rum. Gott, einmal verklickt und schon kommt man nicht mehr hinterher. Na, du auch. Uiuiui. So, da. Da liegt noch was rum. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ja.
Nein, du sollst eigentlich das bespaßen. Das bespaßen. Den Kunden bespaßen. Wischiwaschi, wischiwaschi. Dritter Standard, auch uns. Haha. Oi, oi, oi. Ich hätte mir auch warten können, bis sie vorbeikommt, damit wir die gleichzeitig abkassieren können. Aber na gut. Ach, was für ein Tag. Ich könnte jetzt 1000 Jahre... Er ist deine allerbeste Freundin? Crystal! Du wirst es nicht glauben, wir haben Scrappy gerettet. Das ist mein Mädchen. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich habe dir einen Job in der Feeling... Feeling. Genau, da steht Feeling, ne? Völlig positiv. Tierklinik in New York besorgt. Auch bekannt als die allerbeste Stelle für Tiermedizin in der Welt. Ehe, klatsch, klatsch. Wir können wieder zusammen wohnen. Was aber, Amy, du... Wow, Crystal, tausend Dank, das ist... Hey, keine Ursache. Meine beste Freundin fehlt mir einfach. In der Stadt ist es langweilig ohne dich. Amy. Aber jetzt müssen wir erst feiern. Lisa, bist du dabei? Geht schon mal einmal vor, ich muss die Klinik noch schließen. Okay, aber mach nicht so lang, sonst haben wir uns schon all die süßen Jungs geschnappt, bevor du da bist. Amy, ich bin ja so froh, dich zu sehen. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, was du und Arthur für Scrappy getan habt. Das ist doch selbstverständlich, Mrs. Everly. Wir lieben ihn doch auch. Du kannst stolz auf dich sein, Amy. Deine Zuversicht hat meinem besten Freund das Leben gerettet. Ich kann dir gar nicht genug danken. Snackford wäre auch nicht dasselbe ohne unsere ansässigen Haustierexperten. Und jetzt, da Arthur in Rente geht, bin ich froh, dass du die Klinik weiterführen wirst. Was? Oh, Liebes, er hat es dir noch nicht gesagt. Es tut mir so leid, ich hätte nichts sagen sollen, nicht, Dummerchen. Ups. Nein, schon gut, ich bin dankbar für die Info. Okay, wir beide müssen uns jetzt auf den Weg machen. Sag Amy danke. Was? Scrappy. Wuff, wuff, danke. Amy. Tschüss, Amy. Aber wenn Opa in Rente geht, was wird dann aus der Klinik? Ladenschluss, Ladenschluss. Warum hat mir das niemand gesagt? Noch nicht einmal Lisa. Sie hat doch bestimmt davon gewusst.
Oh, dumme Amy, du redest die ganze Zeit davon wegzugehen, wenn alle hier doch von dir erwarten, dass du bleibst und die Klinik weiterführst. Wie kann ich jetzt nur die Stelle antreten, die Crystal mir besorgt hat? Ich kann Opa doch nicht im Stich lassen. Gestern hatte ich nicht einmal eine gute Chance und jetzt habe ich gleich zwei. Tja. Sowas kann passieren. Aber der Opa hätte ja auch gleich mal mit der Sprache rauskommen können, also. Nein, wir sind hier noch nicht. Nee, da war ich doch. Da muss ich. Bediene abwechselnd Kunden am Tresen und am Behandlungstisch. Okay, das ist wieder sowas. Das kenne ich ja schon aus Delicious. Das werde ich dann auf jeden Fall auch spielen. Entweder werde ich das dann auch streamen oder einfach so dann Folgen aufnehmen. Na, mal schauen. Also zuerst Tresen, dann Bedienung. Okay, das wird bestimmt spaßig. So. Dings und das da. Achso, ja. Ich vergaß, dass ich die auch dann rausziehen muss. Und dann müsste ich eigentlich jetzt am... Ja, genau, das hat funktioniert, Gott sei Dank. So, das heißt, du kommst zuerst. Und dann du. So, bis jetzt ist ja noch alles übersichtlich. So, ich hatte zuletzt jetzt einen mit... am Tresen, ne? Ich werde sehen. Gut, das heißt, du bist als erstes, du bist bespaßt. So. So, jetzt brauche ich ja wieder jemanden hier, danke. Oh, so, Dings, 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 zack, bumm, da, weg, pfui. Nein, falsche. So, jetzt muss mal wieder jemand kommen mit seinem Haustier. Du bist leider noch nicht dran. Das ist doof. Da musst du halt jetzt warten, bis es dran war, ne? Aber ich denke mal, das war jetzt kein Problem. Dich zuerst. Ah, habe ich... Tagende. Ach, ich habe jetzt gerade voll gedacht, ich hätte es jetzt verdingst. Erhalte 20 Kombos, Ketten oder Boni. Okay. Ernste Unterredung. Amy, wir haben dich gestern vermisst. Wo warst du? Opa geht in Rente und du hast mir nichts gesagt? Amy, es tut mir so leid. Ich... Alle wissen es außer mir. Ich musste es von Miss Everly erfahren. Er wird die Klinik schließen, wenn ich sie nicht übernehme, nicht wahr? Ich wollte da nur nicht hineingezogen werden. Es war... Lisa, wir sollten uns doch alles sagen können. Es tut mir leid. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, ey, worum geht es hier? Opa geht in Rente und niemand hat mir etwas gesagt.
Ich wollte deine Pläne nicht beeinflussen. Hey, aufhören. Ihr seid beide wunderbar und wollt beide nur das tun, was richtig ist, oder? Es tut mir leid, Lisa. Es ist nicht dein Fehler. Ich wusste wohl einfach nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es tut mir auch leid, wegen, du weißt schon. Ich verstehe. Du wolltest nur, dass ich ganz unbeeinflusst meine Entscheidungen treffe. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Soll ich den Job nehmen, den Crystal mir besorgt hat? Das bedeutet dann aber, dass die Klinik geschlossen werden muss. Oder soll ich hier in Snuggford bleiben? Zuallererst musst du mit Arthur reden, dann kannst du dich entscheiden. Du hast recht, ich spreche heute Abend mit ihm. So, dafür haben wir jetzt erstmal nicht genug Geld. Jetzt wird's ein bisschen voll. Wieso habe ich denn immer noch eine Maus im Inventar? Falscher. So, schaffst du es? Eieiei. Müssen wir noch was tun? Okay. Hey Lisa, gehen wir einen Kaffee trinken? Du weißt schon, den Kaffee. Ja klar, gehen wir zu Emilys. Dort gibt es den besten Kaffee der Stadt.
Hört sich gut an, solange die dort meinen Salt-Karamell-Macchiato haben. Also ich bin mir sicher, dass sie dir etwas Leckeres zaubern können. Amy, geht es dir gut, Liebes? Du schaust so gedankenverloren vor dich hin. Miss Everly erwähnte, dass du, also sie sagte, dass du vielleicht in Rente gehst? Man sollte meinen, dass ich das in meinem Alter inzwischen begriffen habe. Es gibt in einer kleinen Stadt einfach keine Geheimnisse. Hör mir zu, Amy. Ich wäre natürlich überglücklich, wenn du die Klinik übernehmen würdest. Aber es ist dein Leben und es ist nicht fair, dich derartig unter Druck zu setzen. Ich weiß, aber... Kein Aber, du hast hier immer dein Zuhause, aber das sollte nie eine Verpflichtung für dich sein. Derartige Entscheidungen sind schon schwer genug, auch ohne all die Meinungen deiner Freunde oder der Familie. Du stehst jetzt auf deinen eigenen Beinen, du bist eine starke Frau. Ich weiß, dass du ganz allein die richtige Entscheidung treffen wirst. Die Übernahme dieser Klinik ist dabei nur eine von vielen Optionen. Ich liebe die Arbeit hier, Opa, wirklich, du bewirkst so viel hier in der Stadt. Crystal hat mir einen Job in der Felic-Positiv-Tierklinik in New York besorgt. Ich könnte dort auch so vielen Tieren helfen. Was auch immer du tust, du wirst etwas in dieser Welt bewirken. Davon bin ich überzeugt. Du weißt schon, dass ich dich liebe und immer unterstützen werde, oder? Ich weiß, Opa, ich hab dich auch lieb. Ich muss mich mal richtig hinsetzen. So. Ich glaube, so ist... Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen wackeln. Ja, natürlich. Und ja. So, aber irgendwie... So. So kann ich jetzt bleiben, denke ich. Ach. Nein, wir sind immer noch nicht da. So, da haben wir wieder eine Herausforderung. Entferne keine Artikel von deinem Tablet. Ja, super. Da bin ich richtig gut drin. Immer noch nicht genug. Aber wir haben ja noch hier in der Gegend zu tun. Ja, du musst das schon richtig machen. Bis jetzt läuft's ja noch, ne?
So, das war ja noch halbwegs in Ordnung. Dum, dum. So, die Nummer 10. Zeit für Pro und Contra. Hilf Emmy, sich zu entscheiden. Jetzt müssen wir auch noch mithelfen. Die Entscheidung. Diese Entscheidung ist viel zu schwierig. Wie soll ich bloß so eine Wahl treffen? Entschuldigung. Wie soll ich bloß eine Wahl treffen? Die Stadt ruft nach dir, Amy. Du weißt das. All die Partys und niedlichen kleinen Cafés und die Männer und... Hey, wir reden hier von New York City. Es gibt nichts Besseres. Aber was für eine Art der Arbeit wirst du dort tun? Hilfst du den Tieren dort so, wie du es willst? Ich bin mir nicht sicher. Am Telefon sagte der Oberarzt, dass ich dort aushelfen muss, wo ich gerade gebraucht werde, bis ich mehr Erfahrung habe. Aber das ist doch toll. Du kannst dir in unterschiedlichen Abteilungen viele verschiedene Techniken und Verfahren aneignen. Aber fehlen dir dann nicht deine Freunde und deine Familie? All die Leute hier lieben dich. Jeder kennt deinen Namen. Ich weiß, ich liebe ja auch alle hier. Es ist nur... Ich will etwas bewirken. Ich will Tiere retten und etwas Sinnvolles tun. Habe ich dazu durch meine Arbeit in einer der größten Kliniken in New York City nicht die beste Gelegenheit? Natürlich hast du das. Ich wette, dass sie dort die allerneueste Spitzenforschung betreiben. Es ist deine Wahl, Amy. Sei dir nur sicher, dass es auch das ist, was du wirklich willst. Will Kekse, will Kekse. Ah. Ja, dann haben wir jetzt doch noch kein Geld für den Tresen. Naja, macht nichts. Irgendwann werden wir den aufpolieren. Bis jetzt hat es uns ja nicht so Dings gemacht. Wir waren jetzt nicht so ungeduldig, die Leute. Wenn ich bleibe, dann würde ich meine eigene Klinik leiten. Aber ich könnte... Dankeschön, dass du so lange wartest, bis ich fertig gelesen habe. Wenn ich fortgehe, bleibt Opa allein mit diesem verrückten Vogel hier, aber er hat Lisa und seine Freunde. Denke ich mal, dass das da stand. Achso, den sollten wir vielleicht auch mal abkassieren, ne? Steht ja nicht aus Spaß da. Wenn ich gehe, dann kann ich bei Crystal wohnen, aber dann fehlt mir mein Zuhause. Ach, was soll ich bloß tun?
Ich bin froh, dass wir die Liegen nicht selber noch putzen müssen. Aber ich denke mal, der Tag wird auch noch kommen, wo wir dann alleine sind. Weil Lisa dann vielleicht nicht kann oder so. Naja, ich bin mal gespannt. Also, du scheinst ja tief in Gedanken zu sein, Amy. Keine Sorge, eine Wahl zu haben, ist gut. Also, was denkst du, kleiner Kerl? Normalerweise hast du immer viel zu sagen. Keks, Keks. Ah, ich verstehe. Deine unendliche Weisheit kostet mich einen Keks. Party, Party. Ja, das hat uns jetzt auch weitergeholfen. Wenn ich warte, macht das meine Entscheidung auch nicht einfacher, oder? Richtig. Ich denke... ich denke, dass ich den Job in New York nehmen werde. Wunderbar, wir werden so viel Spaß zusammen haben. Das wird einfach toll. Das ist einfach eine einmalige Gelegenheit in meinem Leben, um wirklich etwas bewirken zu können. Ich will so viele Tiere retten, wie ich nur kann. Du kannst so lange bei mir wohnen, wie du magst. Unsere alte WG wird wieder zum Leben erweckt. Ich bin so stolz auf dich, Amy. Du hast eine schwierige Entscheidung getroffen, aber ich denke, dass du viel lernen wirst. Glückwunsch, Amy. Wir werden dich alle so sehr vermissen und vergiss ja nicht, uns zu besuchen. Oh, Lisa, ich werde euch alle auch vermissen. Ihr müsst mich unbedingt einmal in der Stadt besuchen. Also, das war heute ein langer Tag und du musst sicher noch packen. Wir sehen uns morgen früh. Schlaf gut. Ach, herrje, ich mache mich auch besser auf den Weg. Ich muss noch meine Wohnung für meine neue Mitbewohnerin aufräumen. Hurra! Ich werde dich in ein paar Tagen abholen. Ich freue mich so unglaublich. Vielen Dank für alles, Opa. Du hast mir so viel beigebracht. Ohne dich wäre nichts von all dem hier möglich für mich gewesen. Auch wenn du es vielleicht nicht glauben magst, aber du hast mir auch viel beigebracht, Amy. Ich bin total erschöpft. Ich werde heute früh ins Bett gehen. Früh zu Bett gehen. Schlaf gut, Opa. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Gute Nacht. Nicht froh, nicht froh. Sie hat die richtige Entscheidung getroffen, kleiner Vogel. Sie muss ihrem Herzen folgen. Keks, Keks. Oh nein, das sind genug Kekse für einen Tag. Weißt du was? Ich führe die Klinik einfach noch ein wenig weiter. Vielleicht 2 oder 3 Monate. Ja, bis Amy dann wieder zurückkommt, ne? Denke ich. Heimreise haben wir beendet. So, dann wären wir theoretisch in Kapitel 2. Aber ich wollte jetzt eigentlich... was ist das? Oh, nein, 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 nicht nochmal. Nicht nochmal. Was ich machen wollte, ist einfach nur in den Laden gehen. Aber das sind Diamanten. Okay, hier kann man Dinge kaufen. Weiß jetzt nicht, ob ich das schon machen will. Ich wollte eigentlich nur Dinge kaufen, ne? Ja, die Entscheidung weiter. Damit ich mir das hier noch kaufen kann. Und dann will ich zur Karte. Weil das Level muss ich ja jetzt nicht nochmal spielen. Also hätte ich ja unter Umständen jetzt hier alle Dinge, die gekauft werden können. So, damit wären wir dann in Kapitel 2 in der Fällig-Positiv-Tierklinik. Aber ich werde, denke ich, zwei Geschenke aufmachen. Einen Spiegel, wow. Und, ja. Und dann kann ich mir das noch kaufen. Und das da. So, und dann haben wir keine Diamanten erstmal mehr. Macht aber nichts. Ich werde hier aber dann schon einen Cut machen. Und dann werde ich mir für den nächsten Stream das Kapitel 2 vornehmen. Ich denke mal, das ist so eine ganz gute Idee. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag. Und wie schon heute Morgen erwähnt, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund
Und guckt auch auf unserem YouTube-Channel vorbei. Und zwar youtube.com/CalibGurf. Da gibt es auch noch Sims 2, Sims 4. Also im Prinzip fast alles von Sims. Und Wimmelbildspiele. Und. Guckt einfach vorbei. Lasst ein Abo da. Und auch hier auf Twitch freuen wir uns über jeden Follower, der sich hierfür interessiert. Und weiterverfolgen will. So. Ich denke mal, jetzt ist alles gesagt, was gesagt werden soll, kann, darf. Und dann sehen wir uns am Montag. Und bis dahin, tschüss.